Willkommen zu The Last of Us Part 2. Wir haben hier im letzten Part diese Station vom Militär erkundet und sind damit, glaube ich, jetzt durch. Ja? Diesen Stützpunkt da. Wir spielen immer noch Seattle Tag 1 und ich muss sagen, ich habe bei dem Game ganz viel Spaß. Seraphina Hotel. Das muss es sein. Gate East 2. Okay. Suchen wir einen Weg vorbei am Östliches Hackfehlertor. Gate, östliches Tor. Sehr kreativ. Erfasst genau den Kern. Wir sehen uns das mal aus der Nähe an. Oh, wir gucken uns ja auch näher um. Was haben wir hier Schönes? Einen Bus. Ein kleines Häuschen. Kann man rein? Nein, man kann nicht rein. Was ist hiermit? Hier ist eine Schublade. Ah, Seattle. Quarantänezone, Volkszählung. Juni, aufgenommen, 20 abgelehnt, 5 ausgewiesen, 10. Sergeant Watt, die fortgesetzte Unterbrechung unserer Versorgungslinien durch die WLF, zusätzlich zu den Angriffen der Infizierten und den Sporenverseuchungen, hat zur Folge, dass wir nach wie vor unsere wöchentliche Nahrungsverteilungsquote nicht erreichen können. Halten Sie die Stadttore bis auf Weiteres für Neubewerber verschlossen. Um die angespannte Versorgungslage zu entladen, fahnden Sie verstärkt nach Kriminellen und weisen Sie diese aus. Alle Klasse-2-Verbrecher können ab jetzt aus der Quarantänezone verwiesen werden. Unsere Zeit wird knapp. Lelty Torres. Aha. Idioten. Bring einfach Die hier und ganzen geh ins Tor. Aufzählungen braucht man jetzt ja wohl nicht erwähnen, ne? Haben wir hier noch was? Nein, haben wir nicht. Hab ich hier oben. Einen weiteren Generator. Okay, dann mal los. Eins. Was für ein Mist. Kein Benzin mehr. Ja, war klar. Hab mich schon gewundert, warum das nicht Verdammt. funktioniert. Bin ich jetzt blöd? Habe ich das verlernt? Das kann man gar nicht verlernen. Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin gibt. Okay. Gerichtsparkhaus und Kuppel. So, wie sollen wir diese Orte finden? Wir reiten herum und halten Ausschau. Meinst du, Tommy war auch hier? Auf jeden Fall. Gut, dann müssen wir reiten. Durch dieses Tor kommen wir jetzt natürlich nur, ne? Wenn Strom und Saft hier läuft, das sieht man ja schon. In Boston hätten sie dir für so ein Graffiti die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Oder schlimmer. Fuck, Oder sie hätten Phaedra! dich verlockt. Kann man das trotzdem nochmal lesen? Ja, fuck, Phaedra! Hast du den Code? Auf diesem Zettel stehen einige. Aber wir brauchen zuerst Strom für das Tor. Was denn? Tor kurz, ja. Welches Tor ist das? West 1, ne? 61. Ey, West 2. Aber wir können das trotzdem nicht benutzen wegen kein Signalton. Das ist doof. Also müssen wir tatsächlich jetzt hier rumreiten, ne? Vielleicht auch mal da lang, wo der Bus war? Oder sind wir von dort gekommen?
Ja, wir sind, glaube ich, von hier gekommen. Aber da weiß ich schon einen anderen Weg. Hier rüber. Ja, worüber können wir reden? Über Amazon. Jeder kennt's ja. Amazon und die ganzen Abos. Amazon Prime. Dann hat man Amazon Prime. Also, wo sind wir? Gucken wir uns die Karte an. Ziemlich sicher etwa hier. Ah, cool. Da mag ich das. Hätte das einen Punkt. Jetzt wird da so ein Punkt angezeigt, okay. Dann können wir uns das mal angucken, das ist doch geil. Ja, wir müssen... Hier ist das Fakfedra Gate. WLF. Da müssen wir hin. Das bedeutet... Das ist auf jeden Fall ein schönes, großes Gebiet zum Rumreiten. Ich schätze, das Militär hat ja alles weggebombt. Warum sollten sie? Ja, manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört, in denen Infizierte wie Oberhand haben. Oder Rebellen. Ist das nicht übertrieben? Naja, gibt's hier unter den Brücken noch was? Das funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir, du hattest Glück, nicht in der QZ aufzuwachsen. Das Gefühl habe ich allmählich auch. Da sind wir schon mal falsch. Wenn wir jetzt hier hochreiten, nicht wieder direkt zum WLF-Gebäude. Ich bin jetzt auch eine beschissene Soldatin. Niemals. Du würdest dir nie etwas befehlen lassen. Ja, stimmt. Wir reiten schon in die richtige Richtung. Ich hätte gedacht, die Seattle-Quarantänezone... Kann man hier runterlaufen? Wie kann man hochlaufen? Ja. Vielleicht. Boah, ja, eher die Schlag gegen die Wand. Was meinst du eigentlich, wie viele WLF es sind? Tja, mindestens 8. Was hat sie sich da notiert? Sind das alle? Das wird schon. Aber wir sollten aufpassen. Und Vorräte sammeln. Ah, hier ist ein großer Fragezeichen-Standort. Heißt, wir können das alles hier erkunden, oder was? Ja, was soll hier sein? Ein Backstein höchstens. Sonst ist hier ja gar nichts, ne? Eine alte Bushaltestelle. Ja, man kennt es ja, Amazon Prime und das damit verbundene Abo, wenn man Animes gucken will oder man sich zusätzlich trotzdem noch Filme kaufen muss. Durch Amazon Prime hat man ja auch viele Vorteile, so ist es ja gar nicht. Man kann zum Beispiel kostenlos Bücher lesen, einige, für einige muss man auch bezahlen. Genauso gut kann man kostenlos Filme gucken und natürlich Amazon und mit Musik hören und so und ja. Auch für Gaming hat Amazon eigentlich tolle Vorteile. Hörst du das? Ich höre es. Infiziert. Jetzt die Karte wieder. Als ob sie in dem Gebäude sind. Das wird richtig übel, oder? WLF nach rechts. Aber vorher kommt noch so ein lokales Restaurant. Ja, und jetzt hat Amazon was Neues, sehr Ungewöhnliches sogar rausgebracht. Woher weißt du das? Sie wollen mit einer neuen Abo-Aktion werben, Uraltprodukte ordern. Das bedeutet, Schallplatten umsonst, dafür musst du aber monatlich ein Abo zahlen. Ihr könnt mir dazu ja mal was in die Kommis schreiben, was ihr darüber denkt. Ich würde mir so ein Abo nicht machen, auch wenn Schallplatten natürlich, ne, Nostalgie sind für die Leute aus den 80ern und 90ern. Wer einen Schallplattenspieler hat, sollte das machen, aber der Nachteil ist halt auch so, ja, du kriegst dann kostenlos Schallplatten geliefert, aber du kannst dir nicht aussuchen, welche. Naja, ich renne immer noch, wie blöd, in dieselbe Richtung. Jetzt ist es die richtige. Ja, und unser Pferd kommt auch. Komm hier. Ja, komm. Vermisst uns schon, ne? Guter alter Gaul.
Also wie gesagt, ich mache mir das Abo nicht. Wann siehst du das? Sie macht so ein langes Gesicht. Oh, Mann. Komm schon, der war doch gut. So, und ich weiß auch aus dem Let's Play, dass es hier gleich noch abgehen wird. Großes Battlefield ist ja, ja. Wir müssen dann erstmal da hochkommen. Also wie kommen wir da hoch? Hier kommen wir rüber. Ja, ja. So wie zu Amazon. So, hier rüber. Hier ist so ein weiterer Generator. Ob der wohl funktioniert? Ah, nee, wir sind wieder bei Gate. Wir sind wieder beim Gate. Wir sind wieder beim Gate gelandet. Das ist ja... Das ist auch bescheuert. Hier waren wir ja eben. Boah. Nur das große runde Gebäude da hinten, ne? Im Grunde müssten wir hier lang. Ein Wasserfall. Wie schön. Jetzt sind wir fast da. Aber wir müssen da trotzdem irgendwie hochkommen. Hier hochreiten, ja. Komm. Ah, da ist der Fluss. Vielleicht bei dem Gebäude da hinten, ne? Schon seltsam. Aber das mit dem Navigationsgerät auf der Karte und dass man diesen Punkt sehen kann, das finde ich gut. Da kann man in die Nische reinreiten. Was ist denn hier Tolles? Kann man durch die Tür? Nein, ist zu. Versuch. Kann man nicht? Dann kann man da aber raus, ne? Gibt's vielleicht noch irgendeinen Hintereingang? Sieht nicht so aus. Ob es einen Hintereingang gibt. Nö, es gibt nur diese eine Tür. Und die ist leider verschlossen. Und hier? Auch nichts. So großflächige Landschaften können aber auch echt ein Nachteil sein. Steig auf, Deiner. Nicht hin. Das ist. Ich weiß nicht, ob wir zum WLF kommen, wenn wir das Gate öffnen. Hey.
Und hier, ja, ich glaube, hier müssen wir hin. Hier war das Battlefield. Ich dachte die ganze Zeit, wir müssen zum BLF-Gebäude. So lost, aber wir müssen hier hin. Ja, hast recht. Das war so offensichtlich, weil da Phaedra steht. Ist jetzt auf der Karte. Großes Fragezeichen. What is this? Rationsausgabezentrum. In Boston standen wir ewig an. Und es war scheiße. Ich würde irre werden. Manche dann gucken wir doch mal vorbei. Na los, hallo. Ah. Was steht hier? Treibstoffausgabe. Aha. Hier gibt's Treibstoff. Und bestimmt auch Monster, oder? Wir werden uns genau umgucken. Ein verschlossenes Tor. Kommst du da durch? Okay, ich halte das. Da war eine Leiter noch oben. Shit, infiziert. Pass auf. Ich wusste es doch, hier sind wieder Monster. Jetzt wird's lustig. Wo ist mein... Nee. Das wollte ich gar nicht. Wo ist mein Dashboard? Verdammt. Was macht deiner da? Oder ich. Ich wurde irgendwie gesehen. Die sind auch nicht so dumm, ne? Die können alles sehen. Warum wird mir jetzt mein Dashboard nicht angezeigt? Jedes Mal, wenn ich streame, wird mir mein Dashboard angezeigt, aber jetzt bietet er mir das nicht an, dass ich es öffnen kann, ne? Typisch Twitch. Jetzt kommen sie alle. Okay, komm. Alter. Komm jetzt. Ermorden sie. Puh. Machen sie kaputt. Nach der langweiligen Such- und öden Suche von eben. Kriegen wir hier unser Benzin? Ja, sieht so aus. Von einem der Laster bestimmt. Oder auch nicht. Aber weiße Wand bedeutet oft hochklettern. Ha, Bauchlage. Und das hätten wir mal vorher machen sollen, ne? Sag mal, sind hier Klicker? 4 von denen. Wir müssen wegrennen, hier sind so viele Klicker. Fick dich! Ja, wir werden sterben, wir werden wieder mal so sterben. Ja, wir werden sterben. Und wir sind gestorben. Wie schön. Fortfahren. Ich glaube, aggressiv ist hier der falsche Weg. Gerade auf schwer. Da müssen wir anders rangehen. Wir müssen da klug agieren. Nachdenken, bevor wir handeln. Nicht so wie eben. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie man es nicht macht. Und wie ich es eigentlich gerne regel. Aber, ja.
Kann man hier nicht wegrennen? Jetzt hat er einen schönen Messerstich in den Kopf bekommen. Kriegen wir von denen wenigstens noch Munition? Nö. Nichts. Okay. Ich kapier's nicht. Wenn hier noch Leute wären, hätten sie doch alles gesäubert. Vielleicht haben sie es nicht geschafft. Vielleicht. Suchen wir das Benzin. Das Benzin. Ja, das werden wir finden. Erstmal können wir hier jetzt rein. Endlich wieder ein Gebäude erkunden. Nur noch 4 Schuss übrig. Hey, Ellie. Das hier ist eine Synagoge. Eine Synagoge? Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. Ah. Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Weil sie sündigt. Oh, Klappe. Hier können wir nicht lang, keinen Saft. Aber wir können hier rein. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Und finden Munition. Alter. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es Teil einer Überlegung. Und das kriegen wir auch nicht weg. Das kriegen wir, glaube ich, nur zu zweit weg, ne? Was soll das denn? Warum kriegen wir das nicht weg? Jetzt komm her. Und den Holocaust? Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Kommen wir denn wenigstens durch diese Tür? Ja. Wunderbar. Teile. Sehr hilfreich. Zum Bauen und Weiterentwickeln unserer Waffen. Oh, noch mehr Teile. Und noch Tücher für die Lumpen. Immer diese Leute, die anrufen, wenn du streamst. Nicht zu fassen. Kein Taktgefühl. Wenden. Ah. Zum länger drücken die Karte öffnen und dafür so. Ach, wir können noch gar nichts machen. Wir haben 64 Pillen. Lauschmodus, Bewegungsgeschwindigkeit 1. Alles andere können wir hier einfach noch nicht machen. Wir können das machen. Und jetzt erst können wir was mit den Medikits machen. Wir haben jetzt noch 34. Schnellere Medikits. So ist das also, ja? 100% Geschwindigkeit. Erhöhe die Geschwindigkeit bei der Verwendung eines Medikits. Schnellere Medikits. Ah ja, erhöhe die maximale Gesundheit. Das können wir als nächstes machen. Das hätten wir vielleicht mal vorher tun sollen. Wie kommt sie hier raus? Hier. Hier ist Benzin. Ich muss nur hinkommen. Oh, Mist. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Wir standen eben vor diesem Tor. Hier ist diese Schubkarre zum Wegschieben und eben ging das nicht. Warum geht das jetzt? Weil das Spiel sagt, nö. Du hast da noch nicht an der Tür geguckt, obwohl ich an der Tür geguckt habe, natürlich.
aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel sagt, jetzt musst du da gucken. Safe. Voll unnötig. Natürlich kann ich das noch nicht lösen. Auch wieder selbstredend. Selbstverständlich müssen wir die Schubkarre bis ganz an die Wand schieben. Ist auch nicht anders zu erwarten. Juhu, geschafft. Benzin. Na dann mal los. Ach, Gott verdammt. Hey, also bitte. Das ist dein Haus Gottes. Er ist leer. War klar, dass er leer ist. Versuchen wir unser Glück im Gerichtspark aus. Verschwinden wir hier. Und so kommen wir wieder zurück. Alles ist vom Spiel vorherbestimmt. Betest du noch? Manchmal. So, wir kommen im Haus Gottes. Bitte betet alle mit uns. Amen. By the way, ich bin halt tatsächlich gläubig, ne? Nur so für mich. Hilft das dir? Und Evangele. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Da können wir Amy hoch. Wir müssen nur diesen Schubkarren davor schieben. Das habe ich jetzt gerade so gesehen. Ja, aber nicht so. Nicht hier rein, sondern da. Ellie gibt alles, aber er ist schwer. Da müssen wir hin. Das hätten wir. Fertig. Und so kommen wir hier hoch. Hier entlang. Bin direkt hinter dir. Was steht hier drauf? Püfft Miller. Wir haben neue Informationen über ein aktives WLF-Versteck. An der Ecke. Spring und 5 sammeln Sie alle in Ihrem Sektor verfügbaren Soldaten und begeben Sie sich so schnell wie möglich dorthin. Exekutieren Sie alle Verdächtigen, sichern Sie den Standort und warten Sie auf meine Ankunft. Search and Ward. Von dem hört man sehr viel, von diesen Search and Ward, ne? Was ist damit? 11 Teile. Etwas zum Kartenstandort hinzugefügt. Müssen wir bei diesem Imbiss vorbeischauen. Könnte klappen. Nein. Ellie, Vorsicht. Das ist okay. Es hält. Halte R1 zum Schwingen. Wir wollen noch mal zurück. Ich möchte noch nicht. Ich würde gucken, was hier ist. Was ist das? Das ist die Tora. Die was? Eine Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Und sonst ist hier nichts. Naja. Aber trotzdem interessant fürs Game. Dann... Jetzt kann ich mich nicht mal schwingen, oder was? Soweit ich weiß, muss man da Dreieck drücken beim Seil. Warum geht das denn jetzt nicht?
okay. Einfach Anlauf nehmen und springen. Sie nimmt es automatisch. Drücke X, um abzuspringen. Ja, Spiel, ich weiß. Da ist nichts dabei. Komm schon, Dina. Gut. Ein Büro. 5774. Leben wir in der Zukunft? Anscheinend. Das ist wahrscheinlich so ein Maya-Kalender. Jetzt will ich einen haben. Leutnant Torres. Vor 70 Jahren floh mein Großvater mit seiner Familie aus Deutschland, als der Zweite Weltkrieg begann. Er konnte dank der Güte und Tapferkeit einer polnischen Familie entkommen. Das Rad dreht sich und der Kreislauf setzt sich fort. Heute hat meine Familie unsere Habseligkeiten gepackt und dank ihrer Güte werden wir diese Stadt verlassen, beschützt von ihren tapferen Männern. Vielen Dank, dass sie mir geholfen haben, so vieles wie möglich aus unserer Synagoge zu retten. Es ist schwer, die Heimat hinter sich zu lassen, aber letztendlich zählen doch die Menschen, lebende Menschen, viel mehr. Sie tragen eine schwere Last auf ihren Schultern und ich hoffe, dass unsere nächtlichen Gespräche ihnen etwas Trost gespendet haben. Ich möchte noch einen letzten Gedanken mit Ihnen teilen. Auf jede Wende zum Schlechteren folgt oft einen noch stärkeren Ausgleich zum Guten. Verlieren Sie nicht die Hoffnung in die Zukunft. Wie heißt es in der alten Redewendung? Das braucht nur eine Kerze, um die Dunkelheit zu vertreiben. Möge Gott Sie immer behüten. Rabbi Siva Saunus. Das hätte auch von Chris Dumbledore sein können, aus Harry Potter. Der hat ja sowas Ähnliches mal gesagt. Und schon habe ich wieder Bock auf Harry Potter. Da hätte ich ja doch alle Teile von meiner Schwester mitnehmen können und ich habe es nicht gemacht. Wäre ich ein Jammer. Was ist hier? Wir haben einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Das habe ich schon. Wenn ich an Joel denke, sehe ich nur blutige Wunden, den offenen Mund, zerrissene Organe. Ich werde nicht zulassen, dass sie sich so an mich erinnern. Ehe sterbe ich allein. Ist sie allein gestorben? War ihr Gott bei? War er am Ende bei ihr? War er bei Joel? Habe ich es für Joel schlimmer gemacht, weil ich da war? Oder war ich nur anwesend? Er ihm mehr, als ich bei ihm war? Ich will nur den Glauben an Schmerz. Ich will den Glauben durch Schmerz. Ich will den Glauben vom Schmerz. Sehr tiefgehend. Und teilweise sehr aggressiv. Gut, wir haben ja alles. Kommen wir jetzt hier runter? Können wir hier runter springen? Komm. Das muss in den Knien wehtun. Okay. Streich die Kuppel von der Liste. Finden wir das Gerichtsgebäude. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Das Gerichtsgebäude finden. Das ist durchgestrichen. No Gas, kein Gas. Okay, das Gerichtsgebäude ist wahrscheinlich das Fragezeichen geradeaus. Hier können wir auch noch hoch. Nein. Was ist das denn? Oho! Setze eine Schockbombe ein, um mehrere Gegner zu betäuben und erledige sie damit Schlagangriffen durch Viereck. Jetzt können wir auch was Neues herstellen. Ja, genau. Schockbomben können wir jetzt machen.
Du kannst eine Waffe pro Holster ausrüsten. Zusätzliche Waffen werden im Rucksack aufbewahrt. Pistole auswählen. Yes. Hier wird auch nochmal angezeigt. Viereck ist Waffe wechseln. Die Waffe ist stärker. Wir sollten damit aber Kopfschüsse erzielen. Ich hoffe, ich krieg das hin. Ab zum Gerichtsgebäude. Wir laufen. Da können wir auch irgendwie rein. Müssen nur gucken, wie. Dann will ich einmal wissen, was hier oben ist. Das Spiel ist so ruhig. Es gibt kaum Musik. Aber da kommen wir nicht hin. Doch, kommen wir. Ich schreibe das auf. Was hat sie sich denn da aufgeschrieben? Ein weiteres Fragezeichen. Nein, ich könnte jedes Viereck, jeder kleine Quadratmeter ein Fragezeichen sein. So, was haben wir hier? Oh, guten Tag, der Herr. Geht's gut? Ja, das mache ich auch immer, diesen Move, ne? Was haben wir denn hier? Warum nicht? Colin, ich habe schon wieder das Gerücht gehört, dass die Westlake Bank noch nie durchsucht wurde. Hier steht, es gibt Vorräte in einer Bank. Sehen wir doch mal nach. Wenn das stimmt, könnte es da jede Menge Vorräte aus der Zeit vor dem Ausbruch geben. Wir sollten uns das ansehen. Wenn da drin genug Waffen sind, kenne ich ein paar Jungs, die uns dafür sicher aus diesem Scheißloch rausbringen. Na komm schon, ich habe nicht genug Mumm, um da allein reinzugehen, Aaron. Du bist doch schon tot. Und sie hat sich markiert, ne? Wie sie wegsteckt und dann wieder auspackt. Okay. Ich würde vorschlagen, nach dem Gebäude gehen wir runter zu dem Gebäude da. Jetzt können wir auch mit der Karte ganz gut arbeiten. Das finde ich top. So. Wir reiten runter zu dem Gebäude, was gerade blinkt. Nachdem wir hier geguckt haben. Was ist das? Habe ich lange nicht gesehen. Haben die damit geguckt, ob du Covid-19 hast? Nein, Spaß. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. Hat sie das durchgeschrieben? Ja, hat sie. Hier sind Teile zu holen gewesen. Alles klar. Und hier haben wir sogar eine coole Werkbank. Das passt ja. Dann will ich da mal was machen. Feuerrate. Tausche die Hammerfeder aus, um die Feuerrate zu erhöhen. Stabilität. Na komm, machen wir die Stabilität. Das haben wir schon bei der anderen Waffe. Ich finde das wichtig, dass die stabil schießt. Und nicht so eklig wackelt. Perfekt. Ah ja, jetzt kann ich auch sehen, dass das die Werkbank ist. Wäre auch unnötig, wenn die hier anzeigen würden, dass hier Teile zu holen waren. Also, na, ernsthaft. Gut, dann wollen wir hier lang gehen. Noch ein Zettel. Ein Bild. Ein weiterer Tag im Paradies. Ah. Und ein weiterer Tagebucheintrag. Schimmer, du bewegst dich so viel. Ah, ist das Pony Schimmer? Also das Pferd? Bitte tadelt nicht, dass ich das Pferd Pony genannt habt.
Hier ist nichts. Hier ist die Karte. Ja, laufen wir da runter. Jetzt notiert er sich auch diesen Ort auf der Karte. Das muss der Musikladen sein. Mann, stell dir vor, wie es hier früher gewesen ist. Na, ich sag doch, jedes Gebäude ist irgendwie ein Fragezeichen. Und alles können wir erkunden. Was ist hier drin? Wir haben ein paar Platten hier. The Sick Habit. The Sick Habit. Da kommen wir nicht ran, oder? Okay, wir haben sie uns ja auch nur etwa 100 Mal angehört. Ich hab mir das nur angehört, weil ich dich süß fand. Ah, okay. 6 Teile. Dafür mussten wir eine Kugel opfern. Das war's. Wir haben 7 Teile. Der Laden ist groß übrigens. Vielleicht finden wir hier wieder eine Karte. Das ist es ja auch, was wir wollen. 100% schaffen wir nicht, denn am Anfang des Spiels haben wir leider eine Karte übersehen. Noch eine Flasche. Traurig, aber wahr. Und ich glaube, die bekommen wir jetzt auch nicht mehr, ne? Ui, ein Geigen- oder Gitarrenkoffer. Und die geht auch noch. Voll intakt. Sind wir wieder gefragt mit der Musik? Ja. Erstmal Stimmen. Kein Meisterwerk, aber Ellie kann das schon ganz gut. Was war das? Gar nichts. Na, gar nichts klingt ganz gut. Weißt du noch, die Nacht am Lagerfeuer? Ja. Oh ja, das klingt ganz gut. So Gänsehaut gerade.
Das ist ein sehr, sehr schöner Song, auf jeden Fall. Du hättest mich küssen sollen. Ich wollte es. Ich auch. Okay. Wir sollten weiter. Ja. Also wirklich, das ist einer der wunderschönen Momente, die The Last of Us zu bieten hat. Und davon hat The Last of Us auch einige traurige, schöne. Manchmal ärgert man sich auch. Aber das war gerade ein echt schöner Moment. Au. Können wir jetzt auch noch Schlagzeug spielen? Das wär's. Aber das kann Ellie bestimmt nicht. Trotzdem. Cool, was hier alles ist. So, auch eine weitere Schublade. Und Karten. Das Wort. Echter Name unbekannt, Intelligenz 80, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit New Dogs. Diese große lakonische Erscheinung wirkt durchaus bescheiden und unaufdringlich, aber als er klein war, konnte er nicht laut und deutlich sprechen. Sein Gemurmel führte dazu, dass er ständig missverstanden und gemobbt wurde. Doch dann gewährten ihm uralte kosmische Wesen das Wort, was sein Leben für immer veränderte. Wenn er die mystische Phrase ausspricht oder murmelt, werden alle in Hörweite wahnsinnig. Glücklicherweise ist er durch seine Größe leicht zu entdecken, was potenziellen Opfern genug Zeit zur Flucht gibt. Oder genug Zeit, um sich Ohrenstöpsel einzusetzen. Neutraler Schurke. Okay, was es nicht alles gibt. Lumpen und Kanister. Ja, und sonst? Wow, das war ein interessanter Sound. Also bitte, ich bin ein Naturtalent. Gib's zu. Ich liebe dich. Wie auch immer. Wir gründen eine Band. Wie wär's, wenn du mein Groupie wirst? Dein was? Oh, okay. Bands hatten diese Hardcore-Fans, die ihnen überall hingefolgt sind. Mache ich das denn nicht schon? Ich schätze schon. Hier sind wir eigentlich schon durch. Haben alles. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Okay, Leute. Die Erkundungstour geht im nächsten Part weiter. Bis dahin wünsche ich allen noch viel Spaß heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank fürs Zuschauen.